Wir leben hier im schönen Isarwinkel. Die schöne Landschaft, die Natur. Wir haben alles vor der Haustür. Wir können auf den Berg gehen, wir können Skifahren. Seen sind in der Nähe. Hier geht es uns richtig gut. Wir arbeiten da, wo andere Urlaub machen. Mein Name ist Thomas Merz. Ich bin Geschäftsführer der Firma Precupa. Precupa ist ein bayerisches Unternehmen, seit über 40 Jahren am Markt. Wir bauen Spritzgießformen für die Kunststofftechnik im Bereich Duroplast, Thermoplast und LSR, Silikonanwendungen. Die Zukunft hält für uns interessante Themen bereit. Wir müssen immer am Puls der Zeit an der Technologie bleiben. Für einen neuen Kunden haben wir jetzt den Bereich Biomaterial, das 100% biologisch ist, ohne Mikroplastik oder Ähnlichem. Den Begriff Bioplastik sollte es eigentlich nicht mehr geben. Es sollte tatsächlich 100% auf Biomaterial umgestellt werden, um die Verschmutzung der Meere, um dieses Müllproblem zu beseitigen, um das Ganze umweltfreundlicher zu gestalten. Und da muss man dabei sein, das ist wichtig. Wir wollen unseren Kunden hier stark unterstützen, weil wir viel entwickeln, um das Ganze möglich zu machen, mit unserem Know-how durch die Serienproduktion. Bei uns kommt der Spaß mit der Arbeit. Wir haben immer wieder neue Produkte, immer wieder neue Prototypen, die wir wirklich bauen. Das sind keine Serienteile. Es kommt immer wieder was Neues, immer wieder was Eigenes. Die Kunden bringen uns täglich neue Herausforderungen. Dieser Atos Q-Scanner, das war für uns eine wirklich große Bereicherung. Wir bekommen das alte Bauteil von unserem Kunden beigestellt, scannen das Ganze und durch das Komplettpaket, das wir von Zeiss bekommen haben, mit dem GOM Atos Q und der Zeiss Reverse Engineering Software, können wir eine komplette Datenrückführung machen und somit über das CAD/CAM dann ein komplett neues Bauteil erstellen. Hier hat die Software uns einen guten Schritt vorangebracht und auch für die Zukunft ist es genau der nächste Step. Die Firma Precupa hat sich in den letzten Jahren stärker in Richtung Technologie Fortschritt entwickelt. Das heißt, wir haben den neuesten Stand an Maschinen. Die Technologie im Bereich Präzision muss man hier auch dementsprechend im Fokus halten. Das heißt, die Maschinen und die Mitarbeiter können die Präzision erreichen. Eine Maschine alleine kann das nicht. Mich treibt der Gedanke an, etwas zu bewegen. Wir wollen vorwärts miteinander immer am Puls der Zeit bleiben, uns weiterentwickeln und auch für neue Sachen offen sein.